Ich grüße euch hier von der Erlebniswelt Fliegenfischen in Fürstenfeldbruck. Schaut doch mit mir zusammen mal dem einen oder anderen Fliegenbinder, Fliegenwerfer oder wer sonst noch hier ist über die Schulter. Wir machen uns auf den Weg. Viel Spaß. Jetzt bin ich hier bei dem Stand von den Slowenen und dann kriege ich ein kleines Gläschen in die Hand gedrückt als Geschenk. Sage ich, ja, ist schön. Muss erstmal meine Brille aufsetzen, weil da ist eine Fliege drin, Größe 30. Das muss man erstmal binden können, aber Respekt, tolles Muster, kommt bei mir in die Vitrine. Jetzt bin ich am Stand hier von Markus Kunter, den kennt ihr vielleicht, den hatten wir nämlich auch schon bei uns im Heft Fisch und Fliege. Und hinter mir, ihr könnt das sehen, sind bunte Streamer. Und demnächst haben wir wieder einen Artikel von ihm im Heft über das Binden von Streamern. Ja, Markus, schickes Teil, was du da hast. Erzähl mal kurz so ein, zwei Sätze. Was hat es mit der Bindeweise denn auf sich? Ja, hallo Emma. Eine einfache Geschichte. Und zwar, was mich immer ein bisschen gestört hat, war bei diesen konventionellen Streamern, dass die, wenn die unter Druck geraten, relativ einfach flach laufen. Das heißt, erst beim Nachlassen bildet sich eine Silhouette. Und mit diesem Thema habe ich mich lange beschäftigt und bin dann eben auf eine ganz andere Bindeart oder Bindeweise gekommen. Und zwar habe ich angefangen, das Backteil hinten stehen zu lassen, so dass sich dadurch eine starke Silhouette bildet. Und durch diese Silhouette habe ich natürlich schon von Haus aus ein ganz, ganz großes Volumen. Und das sorgt natürlich dafür, dass ich hier eine ganz, ganz schöne Form erreiche und die natürlich eben auch Unterzug immer bleibt und nur ein bisschen nachgibt im Gegensatz zu konventionellen Streamern. Und in Verbindung mit einem Teil, das ich dann eben einformen kann und in verschiedenen Varianten machen kann, habe ich da natürlich ein ganz breites Spektrum an Möglichkeiten. Und ich brauche natürlich ganz wenig Material. Jetzt bin ich am Stand von Bad Reinsmann und ich werde ihn jetzt mal hier an seinem Bindestock ein bisschen mit der Kamera begleiten, denn der hat ein ganz spannendes Schwergewicht hier am Start. Hallo, ich werde eine Fliege binden und das ist ein schon altes Muster von Hans von Klinke. Das heißt ein Leadhead und das ist eigentlich ein Material, das war ja ein Blei, was auf Nylon gepresst wurde. Und ja, ich denke gerne ein bisschen weiter. Wir haben ja jetzt viele andere Materialien und die möchte ich gerne mal vorzeigen am Bindestock hier bei der EWF. Ich habe nicht den Bleikopf, ich habe ganz einfach einen Jig of Tungsten Pearl. Ich glaube, die ist 3,5 mm ungefähr. Ich benutze ein pre-waxed Bindefaden, das ist hier 12.0. Und da werde ich erstmal auf den Hakenstiel anbringen. Ganz einfach, herkömmlich, wie man das immer macht. Und was ich meistens liebe, ist ein bisschen zurück, dann weiß ich jedenfalls, dass der nicht sitzen bleibt. Gerne mal schneiden. Das Muster ist ja ganz einfach und das braucht auch ein bisschen fluffig zu sein, das ist kein Problem. Jetzt habe ich hier, wie heißt das, Straggle-Scharnier und da mache ich eigentlich den Kopf, weil das Muster ist ja ein Peeping Caddis. Ich schneide das, ich habe mir das ein bisschen nachgemessen immer, weil ich immer mehrere Muster mache, dann ist das einfach. Man schneidet das einmal zurecht und dann weiß man, wie lang das so sein soll. Hier habe ich das Material. Das wird der Kopf von der Fliege eigentlich. Und die nehme ich zwischen die Finger, so dass ich eigentlich weiß, wie weit das ist. Ich bringe den Haken, den Bindefaden ungefähr ein bisschen weiter vom Haken. Und dann zwischen die Finger eins, zweimal, sodass es ein bisschen fest ist. Und hier sieht man schon, hoppla, und dann weiter das ganze Material befestigen. Und ich habe ja den Maß genommen, da weiß ich, dass ich immer genug Material habe und dann nicht auch extra abschneiden muss. Jetzt bringe ich das Ganze immer nach vorne. Und jetzt ist der nächste Schritt. Ich mache eigentlich die Pfoten vom Peeping Caddis und was benutze ich dafür? Normalerweise haben wir eigentlich mit Fasanen, dass wir die
Schwanzfeder benutzen, aber es gibt so viel Schönes am Fasan, auch das Fleisch. Ich brauche nur die Spitze eigentlich, darum nehme ich das Ganze ab. Schön, und was ich jetzt mache, ist jetzt die Feeder nach hinten bringe, sodass ich ungefähr diese Form habe. Ich drehe das Ganze um und dann werde ich dasjenige hier eigentlich am Kopfende mit ein paar Umdrehungen so mal befestigen. So, und dann eins, zweimal dort. Und jetzt, was ich mache, ist die Federn nach vorne reiben und dann werde ich das Ganze hecheln. Ich brauche mich nicht viel Sorgen zu machen, dass das alles nach vorne ist. Ich kann das eigentlich später nochmal hinrichten. Man sieht hier schon, Unterseite sind noch ein paar Federn nach vorne und nach hinten, wie man das sehen möchte. Und dann jetzt befestige ich das Ganze mit ein paar Mal. So. Und ich schneide das ab. Jetzt kann ich das Ganze nochmal nach vorne reiben und dann bringe ich den Bindefaden wieder ganz nach vorne, weil jetzt will ich Dubbing benutzen. Ich habe das eigentlich hier. Das ist Seehund. Das sind nur die Haare natürlich. Und das werde ich jetzt ganz einfach wie normalerweise auf den Bindefaden anbringen. Und man sieht den Vorteil von den Pre-Waxed Bindefaden. Der Dubbing, der hält schön. Und da gehe ich ein paar Mal nach vorne, sodass die Hecheln eigentlich auch ein bisschen zusammenkommen. Und dann jedes Mal, wenn ich eigentlich eine Wicklung mache, will ich auch das Material wieder mal verdrängeln, dass es schön eigentlich einen Körper formt. Man sieht immer noch den Jig-Off-Beat, ist immer noch, dreht immer noch rum, aber das bekommen wir eigentlich am letzten. Fixieren wir das. Noch was Material. Klein bisschen noch. Man kann auch mehr auf den Bindefaden anbringen, aber dann muss man das wieder losnehmen. Ah, hier, man sieht schon, dass der Jackhead jetzt fixiert ist durch das Material und meinen Bindefaden. Jetzt brauche ich noch nur einen Endknoten zu machen. Und das ist ein paar Mal. Und das geht ja natürlich viel schneller, sehr schnell. Und so, fertig ist die Fliege. Was ich immer noch mache mit diesen Bindefaden, ist, dass ich ein bisschen Lack drauf bringe. Dann bin ich ja sicher, dass das etwas länger hält. Das können wir noch trocknen. Was man auch noch machen kann, aber ist nicht immer wichtig, ist, dass man etwas ausbürstet, wenn das rausgeht. Jedenfalls. Naja, machen wir das nur mit. Man kann da noch ein bisschen. So, und eigentlich ist die Fliege jetzt schon fertig. Und das schwimmt natürlich im Wasser andersrum, weil es hat ja ein Beadhead drauf, der die Fliege den Hakenbogen nach oben bringt. Das heißt, diese Fliege ist eigentlich sehr nützlich, wenn man tief angeln möchte. Daher bleibt er auch nicht haken.
zweiten Tag hier auf der Erlebniswelt Fliegenfischen begleitet mich auf unserem zweiten Rundgang hier im Veranstaltungszentrum Fürstenfeldbruck. Ja, herzlich willkommen auf unserem wunderschönen Stand hier auf der Erlebniswelt Fliegenfischen. Ich darf euch heute mal zwei Produkte vorstellen, und zwar einmal eine Neuheit und einen richtigen Verkaufsklassiker. Unsere Neuheit ist die neue Stroft Flat Mono Running Line. Eine plattgedrückte monophile Schnur, die man zwischen dem Backing, der Fliegenrolle und den Schusskopf schalten kann. Mit extrem wenig Reibung in den Ring, mit der man super weit werfen kann. Und zwar gibt es die in den Stärken 50 Lips, 42 Lips, 35 Lips und 25 Lips. Probiert die unbedingt mal aus, gerade für Hecht, für Lachs, aber auch für Trout, Spey etc. Eine richtig geile Running Line. Ja, und ein absoluter Verkaufsschlager darf ich euch auch noch vorstellen, und zwar unser Vorfachspulensystem, wo ihr entweder 3 oder 5 Vorfachspulen reinbekommt. Und das Coole hieran ist, nicht nur, dass die monophile Schnur oder das Fluorcarbon, das hier drin ist, lichtgeschützt ist, sondern ihr könnt die Schnur, während ihr am Wasser seid, ganz gemütlich abziehen für das Tippet, das ihr braucht. Das hakt automatisch fest wieder ein hier am Ende, und ihr habt dann hier eine Rasierklinge, ein Cutter drin, mit welchem ihr die Schnur einfach abtrennen können. Die Schnur ist jetzt wieder fest, ihr könnt das direkt wieder ranknoten und weiter fischen. Und das Coole ist, das kann man sich überall ranklippen, egal ob an die Warthose, an den Rucksack oder irgendwie an die Seitentasche. Und ihr habt immer eure Lieblingsspulen mit am Wasser dabei und seid direkt wieder einsatzfähig, wenn man mal ein Tippet verliert oder wechseln möchte. So, ich habe euch ja schon meine kleine Fliege gezeigt, ne? Die in Größe 30. Und jetzt sind wir hier beim slowenischen Fliegenbinder, der die bindet. Und schauen ihn mal über die Schulter. Unglaublich, oder? Also ich hatte eben schon Probleme, überhaupt den Fokus auf diese kleine Fliegegröße 30 zu richten. Für mich unfassbar, wie man so kleine Fliegen binden kann. Ja, schicke Sache. Draußen sind jetzt schon wieder die Vorführungen am Castingpool zugange. Ich bewege mich mal wieder zurück in die Tenne und guck, was wir noch alles Spannendes entdecken. Auch eine ganz coole Geschichte. Habt ihr schon mal gegerbte Fischhaut gesehen? Also quasi hier Fischleder. Da haben wir hier einen super Stand entdeckt. Der macht nämlich aus Fischabfällen, zum Beispiel Lachshäuten oder auch Störhäuten, Gürtel, Schlüsselanhänger oder Ohrringe. Ja, ich zeige euch mal ein bisschen was. So, hier haben wir die verschiedenen Stör. Hier haben wir nochmal gegerbte Lachshaut. Hier ist auch nochmal ein Stör. Und hat er erzählt, dass er den Part nimmt mit den kräftigen Schuppenplatten. Die werden dann für den Gürtel zum Beispiel verwendet. Und alles, was halt oberhalb und unterhalb ist, da macht seine Frau dann ganz schicke Ohrringe. Also es wird alles verwertet, gegerbt mit natürlichen Materialien, und wenn ich hier so rüber gucke, gibt es noch viele andere Möglichkeiten, aus dieser gegerbten Fischhaut tolle Sachen zu machen. Hallo Elmar! Also, ich habe da was für dich. Ich weiß ja, dass du ein Liebhaber bist vom Camping, vom Outdoor und natürlich auch vom Angeln. Fliegenfischen insbesondere. So, was wir jetzt seit kurzem in unserem Sortiment haben, sind die Jetboil-Kochsysteme. Die Jetboil-Kochsysteme, die zeichnen sich aus, indem sie ein Lamellensystem haben, Inhalt 0,8 oder 1 Liter, ein Lamellensystem, sodass man das auch bei Wind und Wetter sehr, sehr gut benutzen kann. Das Gerät hat eine Piezo-Zündung, man braucht kein Feuerzeug und eine sehr, sehr fein justierbare Gaseinheit, ja, indem man, wenn man den Kocher drauf hat, den man übrigens sehr leicht darauf befestigen kann, indem man selber bestimmen kann, mit welcher Geschwindigkeit man das Wasser kochen möchte. Bei voller Geschwindigkeit braucht man ungefähr 2 Minuten, um einen halben Liter Wasser
zum Kochen zu bringen, um sich einen Kaffee zu machen, einen Tee, aber auch um Fertiggerichte zuzubereiten, wie man zum Beispiel mit dem optionalen Zubehör zu sich nehmen kann. Nimmt wenig Platz in der Tasche. Und so hat man immer das dabei, was man gerne haben möchte, wenn man unterwegs ist. Außerdem sehr praktischen Standfuß, damit man auch, wenn es etwas unwegsam ist, die Gaskartusche befestigen kann, damit man immer einen geraden Stand hat und entsprechend die Flüssigkeit nicht aus dem Kocher entweichen kann. Geht noch schneller mit einem Deckel, schön oben drauf. Kann man benutzen bei Temperaturen bis minus 6 Grad. Wir machen es gerne im Winter, um am Süppchen am Wasser zu kochen, wenn wir am Hechtfischen sind. Natürlich zum Wandern, nimmt wenig Platz. Die kleine Gaskartusche, die es auch gibt, kann man teilweise sogar in dem Teil aufnehmen. Dann hat man eine wirklich kompakte Einheit. Es ist noch eine kleine Schüssel dabei, um das Ganze zu schützen. Dementsprechend sehr, sehr gerne von Angler, von Wanderer, Fahrradfahrer. Ja, optimales Outdoor-Gerät. Sehr, sehr niedriger Energieverbrauch und allzeit für den Einsatz bereit. Sollte die Gaskartusche mal leer sein, dann fragt man sich natürlich immer, wo soll ich die denn entsorgen? Weil man kann ja nicht einfach die Kartusche entsorgen, indem da noch ein Rest Gas drin ist. Dafür gibt es von JetBoil den Crunch-It. Und den Crunch-It, ein ganz einfaches Prinzip, die dreht man auf die Gaskartusche und dann drückt man in die Gaskartusche rein, damit ein Loch entsteht und das Restgas entweichen kann. Und in dem Moment ist es kein Müll mehr, der zum Recyclinghof muss, sondern den man ganz normal entsorgen kann. Das war die EWF 2023 für dieses Jahr und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr hier wieder in Fürstenfeldbruck. Bleibt gesund, viel Spaß am Wasser und viel Spaß.